Danke, Mann. Thomas. Übergeil. Digga, Leon. Halt's Maul. Du Pisser, Alter. Verpiss dich, geh nach Hause, komm. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier alleine mit dem Leon. Super Ansatz, Leon. Alleine mit dem Leon im Ufer zur später Stunde. Gerade ist Levis Geburtstagsgeschenk eigentlich angekommen. Ich habe schon so lange drauf gewartet und habe richtig Bock, es aufzupacken und in gewisser Art und Weise zu modifizieren. Aber bevor ich es machen kann, müssen wir beide. Super Einsatz, Leon, erstmal zum Sport, um eine Instagram-Story zu machen, damit jeder denkt, dass wir beim Sport sind. Und dann sind wir auch schon wieder im UFO, wo der Leon jetzt hoffentlich endlich mal weggeht. Dankeschön. Und wo ich jetzt mich um Revis Geburtstagsgeschenk kümmere. Und zwar habe ich ihm eine Drohne gekauft. Wir gehen mal ganz kurz rüber zu Leon und packen die mal aus, warte. So, was haben wir denn hier drin? Oh, Bruder, mein Handy. Hast du so ein Handy? Ja gut, eine Riesendrohne auf jeden Fall. So ein Kabel. Und so. Es sieht einfach aus wie aus einem Happy Meal. Ja, Mann! Auf jeden! Und das hier muss da irgendwie. Muss da sein, denke ich. Ui, es leuchtet. Und jetzt. Ui, yo. Yo! Warte, zieh mal. Ey! Ja! Warte. Yo! Wie geil! Pass auf, hier ist es. Man kann schon. Wow! Man kann ja richtig geil kneiden schon. Ja, ist krass. Nein! Warte. Jo, geh weg von mir. Wie geil, ey. Wie man so eine kleine Biene auf dem Finger hat. Wobei, niemand hat eine Biene auf dem Finger, ne? Niemand hat eine Biene auf dem Finger. Ja, mo. Direkt kaputt. Hab ich gesagt, dass es eigentlich Revis Geburtstagsgeschenk ist? Ja, gut. Ja. Aber es geht noch, es war nur die Hülle. Hä, das sieht ja viel krasser aus. Es sieht ja so viel krasser aus ohne diese Hülle. Wow! Yo! Ey! Also wo ist jetzt vorne? So, perfekt. Okay, also die Drohne scheint irgendwie ein bisschen witzig zu sein, weil, wie immer, so ein bisschen, ich weiß auch nicht wieso, ich lenke hier nur nach oben. Und die geht direkt komplett ab, ich weiß jetzt nicht, was da los ist. So, ich habe jetzt herausgefunden, woran es denn lag. Und zwar war das überhaupt nicht die Schuld der Drohne, sondern meine Schuld. Denn man kann diese Drohne nämlich so komplett fein kalibrieren. Das ist echt krass, wie viele Möglichkeiten man hat. Das Ganze habe ich eben durch diese Bedienungsanleitung herausgefunden. Und was ich dann noch herausgefunden habe, ist, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, es gibt hier sogar was mit 360-Grad-Überschläge. Da bin ich immer richtig gespannt drauf, wie das funktionieren soll. Mega unstrukturiertes Video, ich spiele einfach nur mit dieser Drohne und ihr könnt mir zugucken, wie ich begeistert wie so ein Kind bin. Diese Aufnahme geht jetzt wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde, aber es wird einfach nicht langweilig. So, jetzt gucken wir mal. Man kann sie einfach so flippen und es fliegt. Boah, das ist so krass. Das ist ja richtig krass, wie geil. Aber was ich noch gesehen habe, ist, dass man damit anscheinend 360 Grad Umdrehungen machen kann und zwar per Knopfdruck mehr oder weniger. Gute Erdnüsse, Jungs. Nein. Die kann Leon haben. Ach, fuck. Oh shit, der arme Teppich. Na egal. Oh shit, der Akku ist leer, aber ich liebe dieses Ding. Ich lade das jetzt mal wieder auf und ich hoffe, wenn der Akku wieder voll ist, schaffen wir es endlich mal, so eine 360-Grad-Umdrehung zu schaffen, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, wie das automatisch gehen soll mit dieser Drohne. Naja, bis gleich. So, die Drohne ist wieder aufgeladen und ich übertreibe nicht. Es ist der Shit. Ich liebe dieses Ding. Ich habe gerade mit Leon gesprochen und er kauft sich direkt auch so eine Drohne und ein paar Batterien, damit die auch ein bisschen länger hält. Man kann sich mehrere Batterien kaufen, ja. Und wir machen dann so coole Races gegeneinander, bauen hier im UFO irgendwie einen krassen Parcours auf und flitzen dann mit unseren Skills, die wir bis dahin hoffentlich haben. Und ich bin viel zu aufgedreht, aber ich habe so Bock darauf. Ich habe so Bock, ich glaube, ihr merkt das direkt. Ich finde es einfach so geil. Dieses Teil geht nicht kaputt. Man kann einfach rumfliegen, man kann einfach schweben. So, what the fuck? Ich meine,
Gut, ich hatte noch nie so einen Helikopter als Kind. Vielleicht hattet ihr sowas und diese Drohne ist für euch total langweilig, aber ich finde die so krass. Es fasziniert mich einfach mega krass. Vor allem, das Ding kostet 20 Euro und es kann alles. Ja, nicht alles, es hat keine Kamera oder so. Aber es funktioniert im Prinzip wie so eine echte krasse Drohne. Wir haben ja hier irgendwo, okay, die haben wir nicht hier. Wir haben ja eine krasse Drohne, die auch filmen kann, aber so von der Steuerung her ist die echt krass. Man kann damit auch übel gut üben. Und vor allem, was das Allerwichtigste ist, es macht auch Spaß. Und während die Batterie gerade aufgeladen hat, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe dieses Handbuch gelesen. Denn auch wenn ich am Anfang gesagt habe, hey, ich lese das Handbuch nicht, lohnt sich es hier wirklich, dieses Handbuch zu lesen, weil es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man die ganzen Funktionen kennt. Und ich laber schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt den 360-Grad-Flip. Ich fliege jetzt hoch, drücke so einen Expertenknopf und er macht den Flip. Es ist so crazy. Boah, shit, ich liebe dieses Ding. Es ist, holy fuck, man kann einfach fliegen damit. Man selbst kann nicht fliegen, aber es ist fast genauso cool. Auf jeden Fall träume ich davon, mit Revi und Leon und vielleicht mit anderen Leuten noch aus dem UFO so Rennen zu fahren mit diesen Dingen und coole Kunststücke zu machen und irgendwelche Parcours zu beschreiten. Und ich rede viel zu schnell. Ich weiß, ich höre es total oft in meinen Kommentaren. Hey Thomas, du redest voll schnell in deinen Videos. Ich weiß, aber jetzt bin ich gerade einfach richtig aufgeregt und habe übel Bock, dieses Zeug auszuprobieren. Und wie gesagt, deswegen habe ich mir jetzt direkt nochmal eine zweite davon gekauft für mich, weil die ist ja für Revi. Und habe mir zudem noch 5 Akkus gekauft, damit man auch wirklich immer fliegen kann. Ich habe euch nochmal den Link in die Beschreibung gepackt, falls ihr das möchtet, weil ich finde dieses Ding so geil und es kostet nur 20 Euro. Also wenn ihr jetzt vielleicht zu Weihnachten irgendwie was Cooles braucht, für eure Geschwister, für irgendwelche Freunde oder wenn ihr einfach selbst Bock drauf habt, dann ohne Scheiß, ich kann es nur empfehlen. Es ist echt richtig geil. Und ich rede viel zu viel. Ich denke, jetzt kommen wir langsam. Essen? Essen ist tatsächlich jetzt gleich fertig. Also jede Minute soll essen. Ja, essen. So Leute, wir haben jetzt lecker gegessen und jetzt zeige ich mal dem Leon, halt mal kurz. Ich zeige jetzt mal dem Leon das Dröhnchen. Warte. Ja, fuck, hä? Ach, erstmal umdrehen. So, jetzt richtig rum. Jetzt. Okay, warte. Oh, halt dich mal ruhig. Ja, es ist schwer. Es ist schwer. Ja, moin. Oh, Digga. Hast du den drauf? Nee, nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. hab ich gesagt, dass es jetzt voll gut geht? Ich fliege hoch, gehe in diesen Flugmodus und zack. Damn. Hast du gesehen? Ich hoffe, man hat es auf der Kamera auch gut erkannt. Ja, mach das nochmal. Perfekt. What? Mach mal du ein bisschen. Ach, ich will mal ein bisschen? Ja. Okay, let's go. Blau ist vorne, definitiv. Oh Gott. Ja, moin. Also wenn du flippen willst, dann musst du die rechte Schultertaste hinten drücken und dann, je nachdem, wenn du nach links flippen möchtest, den Hebel nach links oder nach rechts oder nach vorne oder nach hinten. Ah, okay. Also ich muss quasi erst den Hebel und dann die Taste gleichzeitig erst drücken. Erst die Taste? Und dann den Hebel. Erst die Taste, dann piept er, dann ist er in diesem Modus drin. Okay. Und dann kannst du flippen. Hell yeah. Und wenn du dann nochmal flippen willst, musst du nochmal diese Taste drücken. Hell yeah, Papi! Okay. Let's go! Oh, ganz, ganz bitte ab. Ja. Guck ihn an. Mach mal was. Eigentlich habe ich die Taste gedrückt. Mit der rechten Seite noch zwischen. Ja. Ich drück die Taste und dann drück ich den Stick. Hat nicht geklappt. Ich glaube, der Akku ist jetzt einfach leer. Ja. Told ya. Ich hab alles perfekt befolgt. Wenn der Akku leer geht, dann. Na, schade, ne? Dann geht's auch nicht. Aber wir haben ein paar geile Aufnahmen. Und jetzt will ich noch was testen. Und zwar, aber ich glaube, das ist mit unseren Crazy Skills jetzt eh schon keine Herausforderung mehr, oder? Oh, ich ahne was. Du ahnst was? Wird das eine Strecke oder was? Nein. Ah, das wird ein Landeplatz! Yes! Hell yeah! Bui! Ich lande jetzt einmal auf diesem Tisch, leg dann zurück und lande bei diesem Haar. Das klappt ja gut. Ja, schaffst du! Ja! Got him! Nice! Aber ich schaff's nicht mehr zurück, glaube ich. Nice Job, ich weiß nicht. Scheint schon sehr schwach zu sein, ja. Ja, perfekt! Hast du gesehen? Man kommt rein auf jeden Fall in die Steuerung. Ey! Okay. Ja, gut. Wow, nice. Perfekt. Auf jeden Fall geht's jetzt nämlich an die nächste Sache. Jetzt haben wir ewig damit zugebracht, dieses Ding zu fliegen, was echt geil war. Auf jeden Fall soll das ja ein Geschenk für Revi sein. Ach, und ich bin hier aufs Okay. Auf jeden Fall soll das ja ein Geschenk für Revi sein und deswegen soll es etwas persönlicher gestaltet werden. Und deswegen dachte ich mir, ich klebe da was drauf. Und da Revi ja kurz davor ist, Donald zu werden, wollte ich ihnen so als Andenken quasi mit Photoshop so ein kleines Bild basteln, wo quasi er und Donald auf so einem Fliegersitz sitzen, beide mit coolen Pilotenbrillen und die dann auf diesem Ding sitzen und dann kann Revi die beide durch die Gegend steuern und quasi nochmal ein letztes Mal mit Donald in seinem Privatjet
rumdüsen, ne? Bis gleich. So, jetzt seht ihr das auf jeden Fall. Die beiden haben hier einen chilligen Ausflug. Revis Kopf ist schon ein bisschen ab. Ja, so. So, Leute, jetzt ist es endlich soweit. Ich kann Revi endlich sein Geburtstagsgeschenk geben. Revi? Leon, komm mal her. Mann, es ist 11 Uhr, Thomas. Ich schwöre, wenn sich das nicht lohnt, ich raste aus. Es lohnt sich sowas von krass. Leon, halt mal kurz die Kamera. Sag mal Arsch. Oh, fuck mich nicht ab, ich bin so müde, Alter. Sag mal Arsch. Schau ins Spiegel, du hässlich, Alter. Siehst du Arsch. Dann sehe ich Arsch. Ich schwöre, wenn ihr heute noch einmal unfassbar cool seid. Ihr zwei obdachlosen Wichspenner. Hey, das schneiden wir raus, Bruder. Scheiß schneidet ihr das raus. Ich werde es in die Kommentare schreiben. Ich gucke jetzt Händler raus. Oh. Da guck mal, da gucke. Guck doch dahin. Halt's Maul, Junge. Hey, Digga, guck mal, was ich drauf ist. Warte, nimm mal, kannst du steuern. Also, man muss dazu sagen, dieser Kopf ist schon in die Rotoren gebildet. Ja, genau. Der, yo! Digga, warte, lass mich kurz zeigen, was drauf ist. Die geht nicht kaputt. Ja, moin. Also, du wirst wahrscheinlich. Er schafft's noch. Er schafft's noch, genau. Es gibt übrigens auch mehr Knöpfe als den nach oben Knopf. Nur so. Welchen denn noch? Warte. Ist die Batterie rausgefickt, oder? Aber das Problem ist, wie mache ich denn, dass die halt auf einer Höhe bleibt? Das ist schwer, da musst du ein bisschen Skill haben. Machen wir mal. Das musst du dann üben. Das ist echt ein bisschen tricky. Perfekt. Was ist das hier alles? Was machen die alle? Oh Digga, gönn dir mal. Was hast du jetzt gemacht? Zeig euch mal, was da drauf geklebt ist. Der fliegt ja, da die ganze Zeit. Thomas, dankeschön, Alter. Ich wollte schon immer eine nervige Drohne haben. Ja, oder voll geil. Geh in den Kopf fliegen kann, während gut. Du. Ey, du hast Donald auch geköpft. Nice. Wenn du dann schneidest, Thomas, kann ich dann mit der Drohne immer gegen deinen Kopf fliegen. Ist die perfekt. Gefährlich? Nee, ne? Nee, die ist überhaupt nicht. War die teuer? Nee, war sie nicht. Die ist echt mega günstig. Ich bin so krass von diesem Ding überzeugt. Würdest du deinen Penis da reinhalten? Ich würde das auf jeden Fall tun, aber. Warte, ich will die mal hochwerfen. Okay, ja. 3, 2, 1, los. Krasses Ding, Alter. Damn. Yo, yo, yo! Juckt's aber auch nicht, die Drohne. Ja, deswegen war die Batterie da draußen. Warte, ich muss dir noch einen Move zeigen, Digga. Das Geilste eigentlich daran. Und dann wirst du richtig Auge machen. Gönn dir. Warte. Warte. Als ob, die macht einen Salto. Danke, Mann, Thomas. Übergeil. Digga, die Drohne ist zu geil. Leon. Halt's Maul. Pisser, Alter. Verpiss dich, geh nach Hause, komm. Yo, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an Revi dafür, dass ich ihm ein Geschenk. Egal. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.